Im Frankfurter Grüneburgpark durfte man heute nicht zimperlich sein. Für diese drei Familien kam der plötzliche Wintereinbruch wie gerufen. Für eine Schneeballschlacht vom Feinsten. Ich liebe es halt einfach im Schnee zu spielen und Schneemänner zu bauen oder Schneeengel zu machen oder Schlitten fahren. Ja, ich gehe auch immer, wenn wir daheim sind, immer raus, wenn es schneit. So geht es auch Maximilian Bröse, der heute zum ersten Mal seine Snowfeeds ausprobiert hat. Die habe ich durch Zufall im Internet gefunden. Und da ich Skifahren kann, habe ich mir gedacht, kann ich damit auch so automatisch cool abgehen. Und, wie läuft's? Ja, ich glaube, das braucht schon noch ein bisschen Übung. Des einen Freud, des anderen Leid. 250 Gäste könnten hier am Mainufer eigentlich Platz nehmen. Restaurantbetreiber Uli Melchior hat durch den Schnee gehörige Umsatzeinbußen. Ich würde es fast einfach als Katastrophe bezeichnen. Denn wenn ich zurückblicke, letztes Jahr, genau fast um den gleichen Zeitpunkt, hatten wir 26 Grad. Es war traumhaftes Wetter. Auch am Frankfurter Flughafen konnten durch den Wintereinbruch weniger Flugzeuge starten und landen. Trotz Enteisungen wurden rund 170 Flüge annulliert. Eine Startbahn musste wegen des starken Windes sogar komplett geschlossen werden. So entstanden am Terminal lange Schlangen. In Südhessen gab es schon am Morgen mehr als 70 Verkehrsunfälle. Auf der A67 bei Pfungstadt verlor ein Fahrer die Kontrolle über sein Auto und rutschte schließlich in einen Graben hinein. Auch in Nordhessen kam es zu Behinderungen und Unfällen. Hier entwurzelten Sturmböen etliche Bäume. 150 insgesamt stürzten auf die Straßen, sodass mehrere Verbindungen gesperrt werden mussten. Wir wurden gerufen, weil an drei Einsatzstellen Fahrzeuge von Bäumen, also von hinten und von vorne, eingeschlossen waren, sodass die Personen die Straßen bzw. ein Wochenendhausgebiet im Helsaarer Bereich nicht verlassen konnten und so durch die Feuerwehr befreit werden mussten. Im Frankfurter Grüneburgpark musste heute niemand befreit werden. Hier galt es einfach nur, einen kühlen Kopf zu bewahren. Natürlich wollen wir jetzt auch mal einen Frühling haben, wird auch Zeit. Aber den Tag nutzen wir noch mal aus, so arg lang wird er nicht liegen bleiben, der Schnee. Aber das ist nun mal, glaube ich, ideal für die Kinder. Deswegen hieß es heute für Elisabeth und Kilian, zumindest noch mal kurz, volle Fahrt voraus.